herzlich willkommen zurück zu Mafia. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie wir weiterkommen. Beschlossen wir, dass das jetzt dieser Weg ist, der doofe Weg. Immerhin, das funktioniert jetzt ganz gut. Wie ich diesen anderen da... Das wird noch schwierig. Den muss ich irgendwie umnieten, bevor der mich umnietet. Ah, ich habe eine Idee. Wir liegen doch noch Pumpguns und so weiter rum. Da vorne lagen ja noch welche rum. Vielleicht nehmen wir da einfach mal was mit. Na, und zur Not muss ich wirklich nochmal hier neu hochkämpfen. Nimm das mit. Pumpgun, jawohl. Da vorne lag ja auch noch eine. So. Nee, doch. Und das Schwierige ist hier tatsächlich nicht das Attentat an sich, sondern irgendwie hier wieder wegzukommen. Weil der halt nicht hier über diese Brüstung geht. Also das könnte er locker machen. Das könnte er mal sowas von locker machen. Aber nö. Hey, was ist los? Kommt jetzt raus? Glaub nicht, oder? Da hat ja vorhin auch gesagt, hey, was ist los? So. Yes. Oh, verdammt. Hohoho. Auch mehr Glück als Verstand, glaube ich. Ja, und hier kommen wir tatsächlich raus. Ah, nee, hier kommen wir nur zu, auf den Balkon. Zu den Hunden. Aber ich glaube, da können wir dann rausgehen. Die Tür wieder zumachen? Ja. Okay, dann würde ich jetzt einmal von hier oben jetzt auf die Hunde nochmal gehen. Sicher ist sicher. Warum er das dann immer wieder fallen lässt, verstehe ich auch nicht so ganz. Kann ich von hier aus nicht schießen? Nee, kann ich nicht. Ah nee, weil ich keine Munition hatte. Er schießt nicht. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Jetzt geht's. Nur mit 7 Trefferpunkten, wie gesagt, ich muss halt leider vorsichtig sein. Weil ein Biss und das war's. Pumpgun. So. Da komme ich auch nicht durch. Hä? Wie soll denn das gehen? Ich hätte gedacht, dass wir dann da hinten lang können und dann hier durch diese Tür wieder rauskommen. Aber nö. Was hat er jetzt aufgenommen? Schlüssel? Was hat er denn jetzt mitgenommen? Brecheisen. Bringt mir auch nichts. Ja. Und du? Da komme ich auch nicht rüber. Ist aber auch nicht sportlich, der Gute. Muss ich doch nochmal nachgucken. Hier kommen wir nicht durch. Da oben kommen wir quasi her. Ja, und hier unten war jetzt im Grunde auch nichts. Keine Ahnung. Wie man jetzt hier entkommen soll. Also wir müssen irgendwie da hinten hin, wo die Hunde sind. Das ist klar. Aber wie? Immerhin haben wir jetzt hier das Level soweit aufgeräumt.
Ja, dann mache ich hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zurück zu Mafia. Ja, nee, aber das war ja keine 5-Minuten-Folge. Wir sind ja immer noch in dieser Folge. Und wir gehen nochmal wieder zurück. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Wir gehen nochmal den ganzen Weg zurück. Man soll das Treppenhaus, das wir gekommen sind, um rum auf den Turm zu gelangen, ganz nach unten gehen. Ganz nach unten. Nicht da. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ganz ruhig, Jolo. Ganz ruhig. Pumpkin, weil ich nicht weiß, ob da nochmal Gegner auf uns lauern. Da soll man dann auf diesen Hof kommen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das ist das Treppenhaus. Ach, und jetzt hier runter. Ah. Wir gehen hier mal in den Deckungsmodus. Dann liegt da die Leiche wahrscheinlich auch, weil da sich ja einer runtergestürzt hat. Das ist auch wieder typisch. Eigentlich ist der Weg dann wieder so einfach. Aber da bin ich natürlich nicht drauf gekommen. So, und die Hunde mussten wir tatsächlich erledigen. Und hier müssten wir jetzt dann tatsächlich das aufschießen können. Ganz wichtig, die Waffe wegstecken. Und dann sind wir hier raus. Gehen zum Auto und fahren zurück. Das ist er! Der Typ, von dem ich dir erzählt habe! Was? Nein, das kann gar nicht sein. Polier dir die Fresse! Oh je. Einsteigen und weg hier. Wir haben nur 7 Lebenspunkte. Wir haben nur 7 Lebenspunkte, aber ich glaube, er hat das gespeichert. Boah. Oh, die können wir. Die machen nichts. Also, wir werden auch nicht gesucht oder so. Sehr gut, dann können wir ja ganz gemütlich zurückfahren. Hier bin ich ein bisschen falsch. Das ist ein bisschen uncool. Also die Zivilpolizei wollten wir jetzt. Das wäre jetzt ganz blöd. Was auch immer das war. Halt. Ach, da bin ich. Okay. Ah, wir kriegen das schon noch hin. Wir kriegen das schon noch hin. Hier rechts. Scheinbare Straße. Dann können wir jetzt hier nochmal rechts fahren. So. Und dann können wir nochmal rechts fahren. Und dann sind wir beim Tunnel. Und dann ist alles schön. Dann hätten wir diese Mission auch gepackt. Ah. Schon ein bisschen tricky, muss ich sagen. Also, der Kampf im Turm war jetzt schon nicht ohne. 7 Lebenspunkte. Weil dass wir es damit tatsächlich schaffen. Puh. Und dann sogar noch mehr umgenietet, als ich hätte umnieten müssen. Jawohl. Das wollen wir dann auch nochmal lobend erwähnen hier. Eigenlob stinkt. Ja, ist ja gut. So, dann links. Und dann immer der Bahn folgen eigentlich. Bis zu Salieri's Bar. Vorsichtig aber, ne? Ich darf jetzt hier keine Lebenspunkte verlieren. Das wäre ganz schlecht. So. So, einmal hier die ganze Biegung und dann haben wir's. Ich hätte ja sogar noch gedacht, dass die jetzt hier noch mit der Polizei stürmen oder so, aber das ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Ja, nochmal eine schöne Sniper-Mission. Und halt wieder nervige Leute, wie auch immer, die da drin waren. Also das. Ich dachte, wir kontrollieren die Stadt. Darf es doch keine bewaffneten Banden geben. Und links rum. Traumhaft schön. Und nicht Wolf überfahren. Parken. Aussteigen. Geschafft. Wenn jetzt das Spiel nicht wieder abstürzt, zum Beispiel. Das wäre ganz schlecht. Aber das passiert ja zum Glück nicht. Wow.
Die Werkstatt ist voll. Welches Auto möchtest du aus der Werkstatt entfernen? Was? Gar keins. Ja, hier nehmen wir dir den hier. Keine Ahnung. Weiß noch nicht mehr, wie die aussehen. Ist ja was. Die Werkstatt ist voll. Der heutige Job ist die reine Erholung, Jungs. Da ist eine Importfirma, die jede Menge Luxusgüter aus der ganzen Welt ins Land bringt. Gestern ist wieder eine Schiffsladung von dem Zeug im Hafen angekommen. Und ein paar Dinge auf der Liste würden mir schon gefallen. Was haben die, was wir nicht haben, Boss? Naja, ich habe lange keine ordentliche Zigarre mehr geraucht. Und die haben fast eine Tonne davon. Zigarren? Ja, Zigarren. Was ist daran so seltsam? Die Kunden in unseren Nachtclubs möchten gute Qualitätszigarren rauchen. Aber die sind teuer und schwer zu beschaffen. Wenn wir jetzt eine Wagenladung der besten Zigarren bekommen, verdienen wir damit so viel wie bei einem Banküberfall. Was? Oh mein Gott, bringt mir einfach eine Wagenladung. Pauli, erklär es ihnen. Okay. Hör zu. Pauli, was zum Teufel geht hier vor? Woher zum Teufel soll ich das wissen, Tommy? Wir müssen einfach nur einen LKW mit teuren Zigarren schnappen. Der Don will sie haben und wir kriegen Geld dafür. Also müssen wir sie beschaffen. Scheint mir nur ein zu kleiner Fisch für ihn. Vergiss es, Tom. Die Zigarren, die wir stehlen sollen, sind in Kisten verpackt am Hafen. Wir brauchen nur einen LKW, mit dem wir zum Hafen fahren. Und dann müssen wir da rein. Wie sollen wir vorgehen? Die Wache am Hafen ist jetzt ein wenig schärfer als zu Morellos Zeiten. Stimmt genau. Die harte Tour läuft nicht. Also ziehen wir das ganz cool durch. Wir schnappen uns einen der LKWs, während er Güter durch die Stadt transportiert. Auf ihren LKWs steht in großer Schrift Atlantic Import. Wir warten einfach, bis einer aus dem Hafen kommt. Dem folgen wir zu einem ruhigen Örtchen ohne Bullen und versperren ihm den Weg. Mit ein paar Schüssen in die Luft holen wir den Fahrer raus. Sobald wir seine Papiere haben, kann einer von uns in den Hafen hinein. Und wir legen den armen Kerl um? Nee, das macht zu viel Ärger. Wir holen ihn aus dem Wagen und nehmen ihm alles ab, was er bei sich hat. Du fährst mit dem LKW zum Hafen, Tommy. Dort belädst du ihn mit den Zigarrenkisten und wir treffen uns an der verabredeten Stelle. Ich lade sie alleine auf, lade sie alleine ab und rauche vielleicht eine oder zwei. Und was macht ihr? Wir warten ein Stück vom Hafen entfernt an der verabredeten Stelle. Und wenn dich jemand verfolgt, dann kümmern wir uns um ihn. Dann bringst du den LKW zum Übergabepunkt. Ja, okay. Und woran erkenne ich diese Kisten? Auf den Kisten steht der Schriftzug Scorsese Import Export. Und die verabredete Stelle? Wir fahren hin, ich zeig's euch. Ja, wir fahren zuerst dahin und dann holen wir uns den LKW. Na dann los. Na, das kann ja was werden. Wieder mit zwei Begleitern, aber gut. Also wieder zurück zum Hafen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zurück zum Hafen möchte. Was ist da los? Hörst du den mal weg, ja? Ach, das ist wahrscheinlich der, den ich jetzt aussortiert habe. Naja. Im Grunde ja egal, weil wir sowieso für jede Mission gefühlt ein neues Wagen, neuen Wagen kriegen. Und neue Waffen. Hey Jungs, was darf's denn sein? Gib Tom Schläger und Knarre und uns zwei Thompsons. Okay. Ich möchte aber auch einen Thompson haben. Thompson, für mich. Ja, danke. Ja, die kriegen wieder die coolen Sachen und ich muss hier wieder mit... Ja, also ich krieg eine Pistole und... Danke, Vincenzo. Das ist doch wieder lächerlich. Baseballschläger und den Colt. Der Thompson wäre das bestimmt ein Kinderspiel. Aber gut, ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir ja gar nicht so viel schießen. Aber irgendwie habe ich so den Zweifel, dass das so kommt. So, hat Ralph jetzt hier noch einen Wagen für uns? Ist aber auch voll hier, das stimmt schon. Den hier. Jungs, ich habe hier was für euch. Heute mal was ganz Besonderes. Das gefällt mir. Sieht echt gut aus. So kommt ihr am besten rein. Ja, okay. Sieht leicht aus. Danke, Ralphie.
gern geschehen. Na dann. Wir können jetzt einen Lasseter F-16 Fordor stehlen, hat auch einen ganz schön langen Balken. Ich glaube, der vom letzten Wagen war kürzer. So, Mädels, einsteigen. Sind alle drin? Nö. Ach, der kommt da nicht rein, weil da ein Wagen im Weg steht. Heieiei. So. Jetzt kommen wir hier aber raus. Ist auch ein Schlachtschiff hier. Meine Güte. Nur zur Erholung. Na. Ob das wirklich nur zur Erholung wird, hat zum Ausgemachten. Also gut, wir müssen zu einem Haus im Works Quarter, um Sam abzusetzen. Also mal ganz kurz schauen. Ja, dann können wir auch hier die nächste links, dann fahren wir über die. Nee. Ach nee, nee, wir fahren ja mal in eine ganz andere Richtung. Da hinten ist das. Okay. Na dann. Fahren wir halt dahin. Kein Problem. So, von rechts. So. Und dann sind wir gleich schon da. Ganz einfach. Mal eine etwas andere Gegend nochmal kennenlernen. Und danach, ja, leider wieder zum Hafen. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finde. Da waren fiese Scharfschützen. Aber diesmal ja vielleicht nicht. So ein böser Eisenbahnwaggon. Was ist denn hier los? Ach, da muss ich vielleicht auch gar nicht hin. Vielleicht müssen wir da auf dieses komische Grundstück fahren. Hier drauf. Ja, das sieht gut aus. Okay, okay. Hier ist es. Perfekt. Wo wir alle zusammen sind, wollte ich euch was fragen. Was ist denn, Pauli? Naja, ich möchte ein kleines Ding drehen und könnte euch dazu brauchen. Ach wirklich? Was für ein Ding? Eigentlich ist es ja ein großes Ding. Allein schaffe ich es nicht und ihr seid meine Freunde. Ich meine, naja, ihr wisst schon. Und Salieri? Weiß er davon? Nein, er weiß nichts. Und er muss auch nichts davon erfahren. Er hat auch schon genug Kohle, oder nicht? Also, worum geht's dabei? Ja, ich hab mir diese Bank angeschaut. Was? Was? Ganz ruhig bleiben. Die Bank ist nicht sehr sicher, nur eine kleine Filiale. Am Monatsende haben die immer einen Haufen Bares im Safe. Damit könnten wir reich werden, wenn alles klappt. Oder wir sind alle tot. Was ist denn los mit dir? Außerdem haben wir genug Geld. Quatsch, uns geht's nicht schlecht, aber wir sind auch nicht reich. Ich hab kein Haus im Villenviertel. Und wenn ich ein paar Wochen nicht arbeite, kann ich nicht mal die Miete bezahlen. Weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, Polly. Was meinst du, Sam? Ohne mich. Die Familie bedeutet mir wirklich was. Na gut, ihr habt wahrscheinlich recht. Vergesst's. Ich hab nur mal laut gedacht. Okay, gut. Okay, es ist soweit. Ich mach mich mal bereit. Bin gleich zurück. Tom, wir müssen zum Hafen. Das müssen wir wohl. Wurde gespeichert? Ich weiß es nicht. Spinaden. Die Stadt. Saliris Bar. 17.38 Uhr. Ne, ich glaube nicht. Art am Hafen. Okay. Eigentlich wäre die Folge jetzt auch so schön vorbei. Okay, also er plant da krumme Dinge zu drehen. Interessant. Interessant. Sehr interessant. Aber gut, beide haben gesagt, nein. Sam sagt, die Familie steht über allem. Und auch wir haben ja schon erste Zweifel. Schade, dass da jetzt kein Speicherpunkt erstellt wurde. Und jetzt dann noch meinen ganzen Weg zu fahren, habe ich auch keine Lust zu. Deswegen fahren wir jetzt zum Hafen. Da wird es dann wahrscheinlich eh abgehen. Würde mich wundern, wenn es nicht in einer Schießerei endet.
Immer geradeaus bis zum Hafen. Ach, hier sogar noch drunter durch. Hm? Da steht's ja auch schon. Port of Bla. Lost Haven, genau, so heißt die Stadt. Wir erinnern uns. Stehle den Jetzt warten wir hier auf einen LKW. Folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.